meine Lieben. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem weiteren neuen Video aus Slowenien, und zwar einer Lokomotivvorstellung. Ich stehe hier heute am 7. Juni am Freitag um ca. 9 Uhr in Murska Sobota am Bahnhof. Habe noch ein bisschen Zeit zu meiner großen Tour. Und deswegen dachte ich, stelle ich euch heute mal bei bestem Wetter im Moment 22 Grad und Sonnenschein hier die Denkmallok vor. Ihr wisst ja, es gibt überall eine Denkmallokomotive. Ich verlinke euch auch hier mal alle anderen Slowenien-Videos, logischerweise. Wie auch alle anderen gegenseitig, ihr wisst es ja, ne? Genau, und es ist so, an jedem Bahnhof in Slowenien gibt es eine Denkmallok, oder eigentlich an fast jeden. Und hier ist es eine wunderschön restaurierte Dampflok der Baureihe 53, in dem Fall die Baureihe 53017. Ich würde sagen, ihr seht jetzt dann gleich ein paar Bilder und dann gucken wir uns die Lokomotive mal filmerisch ein bisschen an, weil dort kann man sehr viele gute Komponenten erkennen. Thank you.
würde sagen, wir können ja mal anfangen mit der Lokomotive, uns die so ein bisschen anzugucken. Ich gehe noch ein bisschen näher ran, damit wir auch ein bisschen was erkennen können. Also es ist folgendermaßen, warte mal, ich gehe mal kurz aus der Sonne raus. So, hier vorne seht ihr natürlich den Schlot, ne? Vorne hier die Feuerbüchse 53017, an dem roten Ding kann man das aufmachen. Was das für ein Bauteil ist hier, keine Ahnung, also ich könnte mir gerne sagen, da gibt es hier so eine Halterung, wo man sich festhalten kann. Vorne natürlich das große Schneeschiebeschild, vorne noch eine Kupplung, die Puffer natürlich. Hier vorne in den Dingern waren die Lampen immer drin, in den beiden links und rechts. Vorne nehme ich mal an, dass das der Kohleausguss war, könnte ich mir vorstellen, aber ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich nehme mal an. Dann seht ihr hier vorne, was der schwarze ist, weiß ich nicht, das vorne müsste eigentlich das Laufrad sein. Wir können mal hier oben reingucken, was es da oben zu sehen gibt, aber wahrscheinlich nicht so viel, ne, außer dieses Rohr hier. So sieht es hier aus. Hier sind jetzt verkeilt mit Hemmschuhen. Hier müsste der Wassertank sein normalerweise, oder Öltank wahrscheinlich eher. Was das große Bauteil hier ist, kann ich euch nicht sagen. Aber jetzt gehen wir mal hier interessanterweise zu gucken. Denn hier ist der Stangenantrieb, der Dampflok. Wie ich finde, sehr gut zu erkennen. Können wir mal gucken, ob wir da drinnen was erkennen können. Aber da drinnen, doch guck mal. Hier kann man ein bisschen was erkennen. Verschiedene Schläuche und so. Ja, ganz interessant. Guck mal hier oben. Kann man auch ein bisschen reingucken. Ich hoffe, man erkennt ein bisschen was. Hier seht ihr auf jeden Fall die vier großen Antriebsräder mit der Stange. Ich nehme an, dass das hier das Hauptrad ist. Und dann diese mit den ganzen Dingern hier, mit den ganzen Riemen, die anderen Räder bewegt werden. Sieht sehr spannend aus, muss ich echt sagen. Stand ist, glaube ich, nochmal ein Laufrad. Hier seht ihr noch ein paar verschiedene Ölschläuche und so. Gut, klar, hier oben, das Ganze hier ist natürlich der Wassertank, wisst ihr selber hier, ne? Können wir mal gucken, ob man hier drin noch was erkennen kann, außer Spinnenweben. Boah, nicht schlecht. Dann, hier ist noch eine Federung. Das ist der Nothaupthahn, ich weiß es nicht. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall mal JZ, also noch für die jugoslawische Zelensky ist der gefahren. 53017 Jeklena Pek, was steht da drauf? Muzestia Lokomotiva 1928, okay. Hier steht auch drauf, dass man nicht mehr in die Lok einsteigen darf. Hier oben ist der Führerstand. Hier ist die Leiter, wo man reingeht. Gehen wir mal ein Stück nach hinten und gucken mal hier. Hier seht ihr nochmal ein Laufrad. Können wir mal gucken, was man hier hinten erkennen kann. War auch nicht so viel. Aber spannend. Spannend ist hier. Schauen wir mal von hinten drauf. Hier seht ihr wieder die Pufferkupplungen. Oben das Kohlelager. Gehen wir mal auf die Seite rüber. Dann gibt es hier, ich gehe mal ein Stück zurück, dann seht ihr mehr. Also hier seht ihr jetzt nochmal hier hinten oben das Kohlelager. Und ein Tritt, warte kurz. Dann seht ihr hier oben ja, wie gesagt, das Kohlelager, hinten natürlich auch noch die beiden Lampen, ne, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Dann seht ihr hier unten wieder den unteren Unterbau und sowas. Vielleicht kann man von hier ein bisschen besser reingucken. Oh ja, kann man, guck mal, weil hier sind mehrere Spinnenweben.
Ich weiß nicht, ob man da was erkennen kann dort hinten, aber ein bisschen vielleicht. Dann, ja, das ist hier wieder die Einstiegsleiter für ein Haus. Dieselben Daten wie vorhin. Die vier Antriebsräder. Aber das sieht man hier noch mal besser, da gehen wir gleich mal hin. Das ist jetzt, seht ihr noch so Weichen, die man von früher hätte umstellen können. Aber wir wenden uns wieder der Lokomotive zu. Was das für ein Bauteil hier ist, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Das hier, da habe ich nämlich auch keine Ahnung. Und was das 4611 dort oben bedeutet auch. Dann seht ihr hier diese Leitungen, für was die da sind, keine Ahnung. Bitte auch gerne in die Kommentare. Dasselbe wie drüben. Hier wird es allerdings jetzt äußerst interessant, denn hier oben ist jugoslawische Eisenbahn 53017. Da müsste man natürlich jetzt Slowenisch können. Ich nehme an, Hitrost heißt 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Dolschnica, Länge 11 Meter. Das müssten wir umrechnen können, gell? 11,96 Meter. Ja, KW wird Leistung sein wahrscheinlich. ATM, keine Ahnung. Breite 4,39 Meter, könnte auch stimmen. Ja, ich glaube, dass sie hier in Moskasowo da steht seit 1977, könnte ich mir vorstellen. Nun ja. Auf jeden Fall wollte ich euch hier das Antriebskonzept nochmal. Hier ist wie gesagt das Laufrad, ne? Hier geht es dann so weiter zu den Antriebsrädern. Und hier sieht man richtig gut das Antriebskonzept, seht ihr? Es ist quasi diese Hebel, mir fällt das andere Wort nicht ein, der die Lok hier antreibt. Und hier seht ihr dann die verschiedenen Stellungen der Hebel. Was ich sehr interessant finde. Da kann man auch noch mal ein bisschen unten reingucken. Ja. Mhm. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich gehe nochmal mit euch ein Stück nach hinten. Dann können wir uns das Ganze nochmal von ein bisschen von hier angucken. Weil hier oben ist wieder der Wassertank und so. Hupe, Schlot und so. Genau, dann geht es hier noch weiter. Öltank. Und dann seht ihr hier wieder das Laufrad. Und hier vorne seht ihr das Schneeschild, weil von der anderen Seite, auch nicht schlecht. Und hier eine Trittstufe. Und dann sind wir wieder vorne angelangt bei der Lokomotive. Sehr cool. Dann würde ich sagen, war's das für dieses kleine Video. Und dann bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne liken, kommentieren, Lob, Kritik, Anregungen in die Kommentare schreiben. Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja. Würde mich enorm freuen und bringt mich enorm weiter. Gerne auch mein Video, dieses Video hier, alle anderen Videos aus Slowenien oder alle anderen Videos bei euren Freunden, Familien, Eisenbahninteressierten weiterempfehlen, Videos teilen, Kanal teilen und so weiter. Ihr wisst ja. Genau. Dann bedanke ich mich, dass fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart und dieses kleine Lok-Vorstellungsvideo angeguckt habt. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder hier auf dem Kanal von Züge in Bayern. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Robin.